Brüderchen! Komm her! Versuch's! Los, auf geht's! Spring mal! Sam, spring in das verdammte Auto! Ich bin schneller! Diskutier nicht rum! Vorsicht! Verdammt! Boah! Komm, 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 zieh, 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 zieh. Ich muss hier raus. Ne, wie denn? Was macht er denn? Das hat er bestimmt nicht überlebt. Kein Risiko. Verdammt, das ist nicht gut. Scheiße! Raus da, komm! Der schon wieder. Und zurück zu Uncharted 4. Weiter geht's wieder wilden Action. Keine Zeit zum Verschnaufen. Kann er auf die nicht groß schießen? Zu stark gepanzert. Boah. Kann doch gar nichts machen hier. Ah, einfach nur ballern, okay. Nein, das hättet ihr aus. Das sieht doch gar nicht mehr. Boah. Heilige Scheiße. Alles klar? Ja. Verschwinden wir. Bisschen verschlafen. Okay, die Luft ist rein. Ja. Okay. Prodeus Quod Licentia. Sieht wie ein Monogramm aus. Für Gott und die Freiheit. Das ist ihr Motto. Die vielen Paradieshinweise. Wie konnten wir das übersehen? Krasse Action. Okay. Viel besser als okay. Wir haben Libertalia gefunden. lieber, was für ein Ding? Libertalia. Wie es scheint, begründete Avery die legendäre Piratenkolonie. Eigentlich war es eher ein Piraten-Utopia. Ja, okay. Und der Schatz? Nach den Erzählungen bot dieser Ort Unterschlupf für Hunderte, vielleicht Tausende Piraten. Und sie haben alles geteilt. Ihren Besitz, Ressourcen. Geld? Und sie haben es alles in einem großen Schatzhaus aufbewahrt. Okay. Und? Wo ist diese heilige Stätte der Kommunistenpiraten? Genau hier. Diese Insel. Gleich nördlich von Kings Bay.
Und Rafe hat eine Kopie davon. Ja, aber bis Rafe das verstanden hat, sind wir längst auf dem Weg nach Libertalia. Ich sag's dir, dieser Schatz gehört so gut wie uns. Oh, Mist. Oh, oh. Wie läuft der Job in Malaysia? Frauchen ist da. Du bist wohl vom Kurs abgekommen. Elena ist nicht so, wie es aussieht. Wirklich? Denn es sieht so aus, als wärt ihr auf der Suche nach Henry Averys verschollenem Schatz. Und bei den vielen Shoreline-Soldaten, die in der Stadt rumlaufen, seid ihr doch bestimmt nicht die Einzigen, die danach suchen. Okay, also es ist wohl doch so, wie es aussieht. Aber ich kann das erklären. Das hört sich jetzt vielleicht verrückt an. Nur zu. Also zuerst mal, das ist Sam. Sam Drake. Mein Bruder. Hi. Tut mir leid. Ich dachte, er sei in Panama im Gefängnis gestorben. Aber da lag ich offensichtlich falsch. Er saß 15 Jahre lang da drin, und das meinetwegen. Und der Typ, der ihn rausgeholt hat, will viel Geld. Und zurückzahlen können wir diese Schulden nur mit Averys Schatz. Aber wir haben ihn gefunden. Er ist auf einer Insel vor der Küste. Okay, hör auf. Gab es jemals einen Malaysia-Job? Ich... Okay. Komm schon, warte. Elena, warte! Ich verstehe das einfach nicht. Hey, ich wollte es dir erzählen. Mir reicht! Das wollte ich wirklich, aber wie sollte ich? Es einfach sagen? Ich musste dich schützen. Das ist Blödsinn, Nate. Du hast dich einfach nicht getraut, es mir zu sagen. Schon wieder. Ich wusste, dass du so reagierst. Wie würdest du reagieren? Du hast mich angelogen. Wochenlang. Wärst du tot, hätte ich davon nicht mal was erfahren. Und jetzt hast du einen Bruder. Wer bist du? Komm schon. Ich bin's. Komm schon, ich bin's. Diesmal ist es anders. Oh mein Gott. Ich muss ihn retten. Der Schatz ist mir vollkommen egal. Dein Gesichtsausdruck, als du in dieses Zimmer kamst. Wenn du mich genug angelogen hast, solltest du aufhören, dich anzulügen. Mein Flugzeug wartet. Mach du, was du tun musst. Hey. Hey, was machst du? Lauf ihr nach! Wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht wären wir das besser. Was meinst du? Dass es vielleicht einen klügeren Weg gibt, Sam zu retten. Und der wäre? Wir besorgen ihm eine neue Identität. Wir lassen ihn irgendwo untertauchen. Ich hab Kontakte. Er saß 15 Jahre im Gefängnis. Er wird nicht untertauchen. Okay, gut. Lauf du deiner Frau nach. Sam und ich gehen nach Libertalia. Ohne mich? Komm schon, du bringst euch beide um. Wirklich? Junge, ich mach das hier schon verdammt lange. Ich glaube, ich komme schon ganz gut hey, allein. Hey, du willst helfen, Sullivan? Hab ein Auge auf sie. Wie du meinst. Kann ich dir irgendwie helfen? Geht schon. Pack deine Sachen. Oh, 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 wie das noch ausgeht, da bin ich wirklich gespannt.
Nathan! Ja, Land in Sicht. Na, was sagst du? Ah, ziemlich cool. Übernimm mal das Steuer. Weißt du, diese ständige Herumlaufen und Überleben um Haaresbreite, wir haben uns nie Zeit genommen. Einfach mal zu genießen, wie weit wir es gebracht haben. Hm? Sic Parvis Magna. Sic Parvis Magna. Ja. Prost. Hör zu, kleiner Bruder. Sie kommt drüber weg. Bei diesem Schatz, wer würde das nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es diesmal einfach zu weit getrieben. Ich dachte, es wäre größer. Ja, tja, das ist definitiv der richtige Ort. Ich schau mal, wo wir an Land gehen können. Oh, naja. Immerhin ist da eine Insel, stimmt? Wo ist da eine Insel? Such nach irgendwas Menschengemachtem. Meinst du von Piraten? Schaut das krass aus, Leute. Hammermäßig. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas. Eine kleine Hütte am Strand. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht. Und nichts mehr übrig, um Libertalia zu schauen. Schauen wir da mal rüber, glaube ich, da sieht es nicht schlecht aus. Nathan, da oben! Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Steigen wir mal hier aus. Kann ich hier eigentlich tauchen? Boah, schaut das geil aus. Geil. Finden wir einen Weg zum Turm? Ja. So, da, zu dem Turm da hin. Hier sieht es nicht schlecht aus. Okay, hier kommen wir bloß wieder zurück. Und hier kommen wir hier irgendwo hoch. Ah, da. Sieht nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier? Eine Luke. Eine Art Tür oder so. Zu einer Kammer? Einer Riesenkammer, um einen Riesenschatz aufzubewahren? Bestimmt nicht. Nicht bei seinem Ego. Wo immer Avery den Schatz deponiert hat, wird es prachtvoller sein als überall sonst. Und er wird deutlich besser geschützt sein. Klingt logisch. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Wahnsinn. Wie ein alter Aussichtsturm.
Vielleicht sehen wir von da oben aus ja was. Klettern wir da mal hoch. Okay, dann mal rauf. Ja, geh rüber, komm. Sam, hier lang. Das sieht doch gut aus. Irgendein Symbol. Ein Kompasspfeil. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Guck mal da unten. Das ist das gleiche Symbol. Kein Pfeil. Finden wir raus, wo er hin zeigt, hm? Komm. Aber wo der hin zeigt, schauen wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch natürlich über ein Abo. Und ansonsten noch viel Spaß bei den anderen Folgen. Bis bald. Ciao. Euer Andi.